Alola, das ist Alola für Hallo. Ich meine für Aloha. Heute sind wir in der Ich habe das Objekt gefunden. Und du bist also Alola, Professor Eich. Habe ich da recht? Alola, MOP männlich. Alola, Eich. Alola. Ich vertraue dir kein Stück. Durch die Inselmannschaft, bist du mit dem Originalform der Pokémon bereits bestens vertraut, oder? Ja. Das habe ich mir gedacht. Die Regionalform, so nennt man es, wenn ein Pokémon durch den Einfluss seiner Umgebung Form und Typ ändert. Falls du einmal die Regionalform eines Sobelikant im Team haben solltest, zeige es mir bitte. Wer bist du überhaupt? Warum existierst du? Alola, Professor. Alola, Professor! Nein, ich will... Nee, es... Warum existiert der? Es ist so eine dumme Idee. Alola, Professor Eich. Aber gut, Lilly, was geht ab? Es muss sehr wertvoll, ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt aus sein dürfen. Wer bist du? Ich mag dein Kleid, es sieht nicht aus, als hättest du es aus Fetzen zusammengenäht. Und du hast einen Doppelpunkt 3 im Mund, interessant. Meinst du vielleicht das hier? Wirf ruhig einen Blick rein. Vielen Dank. Und sie ist jetzt die nächste Irgendwas-Leiterin, liege ich da richtig? Mal sehen, ob hier... Oh, hier, der Titel lautet Das Licht von Alola. Das Licht von Alola hat viel zu stark auf Professor Eich gescheint, wie mir scheint. Versteht ihr? Weil er viel zu gebräunt ist, ja, auf dem Scheiße. Er sieht sogar ein bisschen aus. Es ist so eine... Glaubt ihr, er benutzt so einen Bräuner? So ein Spray? Ich glaube, so einer ist Professor Eich. Weil das ist ein bisschen zu unnatürlich, was er für einen Ton an den Tag legt, quasi. Fällt mir nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Plötzlich tat sich im leeren Himmelszelt ein Loch auf und es trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Sonnenverschlinger verehrt wurde. Und heraus trat A. Umhüllt von gleißendem Licht drang die Kreatur den Schutzpatrone der Insel nieder und machte sie sich untertan. Die Linie der Könige Alolas ward für derhin vom Glanz des Sonnenverschlingers beschieden. Sein lebensspendendes Licht bescherte allen den reichen Segen der Natur. Gemeinsam schufen die Kreatur der Sonne und ihr Gegenstück die Kreatur des Mondes. So neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatrone bestellt werden, um ihre Dankbarkeit gegenüber den Sonnenverschlinger Solgaleo Ausdruck zu verleihen, hieß man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Flöt, flöt, flöt. Wahnsinn, wie aufregend. Können wir jetzt, Alola, Professor Eich, können wir über dir nochmal reden? Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind also mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Hallo, Lola. Kennst du Alola? Wie bitte, wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Ich meine, siehst du mir vielleicht nicht an, aber ich stamme aus einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Du meinst den Alolas? Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Das ist der Grund. Ich kann euch noch viel mehr über die Legende Alolas erzählen. Freut mich zu hören, vielen Dank. Ich bleib noch eine Weile hier. Auf mich war die nächste Prüfung vom Typ Elektro. Ah ja, müssen wir mit dem Bus hin. Ich erinnere mich. Jetzt entschuldigt mich. Alola, Professor Eich. Heinrich Eich. Heinrich Eich. Heinrich Eich ist ein Professor in Alola-Region lebt und der in der Alola-Region lebt und zum ersten Mal Pokémon Sonne und Mond auftritt. Er erforscht Alola-Formen und ist der Cousin von Professor Eich aus Kanto. Und zufälligerweise, wie es der Zufall so will, sieht der 1:1 genauso aus wie der normale Professor Eich, nur mit einer sehr stark gebräunten Haut, mit der Haut, die so stark gebräunt ist, wie von niemandem anderen in dem gesamten Spiel. Und er hat aus irgendeinem Grund lange Haare, weil er ist ein Alola-Mann. Er ist ein cooler Surfer, hier haben wir alle lange Haare. Oh nein! Er ist auch wieder der Einzige, der so lange Haare hat, so eine komische Surferfrisur und ein Hawaii-Hemd. Gott, und Flipflops trägt er auch. Fucking Alola, Professor Eich. Wer war der Meinung, dass das eine gute Idee ist? Weißt du das? Ich hoffe nicht. Falls du das warst, dann denk nochmal drüber nach, das ist nämlich keine gute Idee. Was ist das? Vielleicht sollte ich mal ein paar Häuser reingehen. Was haben wir hier? Oh shit! Das ist der Sushi-Bock! Bruder, erzeugt ein Whirlpool, indem er es ein Pokémon... Was? Die erfahrene Angler
Der fahrende Angler legt sich auf die Lauer und fischt dann die Pokémon aus diesem heraus. Sonst gibt's nur in der Alola-Region. Shit, cool. Das Wasser der Waschbecken in dem Pokémon-Center ist mit heilenden Essenzen von Kurelei angereichert, was auch den Wohlgeruch erklärt. Was ist das hier? Kann ich einen Tisch haben? Herzlich willkommen im Sushi-Wok. Was darf es denn heute sein? Ich möchte was essen. Das ist die Speisekarte. Bitte wähle eins der Menüs aus. Jedes Menü kostet 4000 Pokédollar. Was darf ich dir bringen? Gib mir das Geisha-Menü. Hinten haben wir einen freien Tisch. Oh shit, ich bekomme sogar einen freien Tisch. Mann, ziemlich nobel hier. Frage ich ja das jetzt auch gern. So, hier das gewünschte Z-Menü. Er isst mit den Händen. Mampf, Kau, Mampf. Hm, wirklich, ganz vorzüglich. Die feine Obstschaumspeise zusammen mit den hauchdünnen Fleischscheiben ist spitze. Fleischscheiben. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, reichert die Suppe voller Fischstückchen? Fleischscheiben, Fischstückchen, Gemüsekräuter, ebenfalls ein Traum, es war köstlich. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, fuck MOP. Was haben die denn da für Fleisch, von wem war das Fleisch und was ist das für Fisch? Woher wissen die, hier Fisch, Herzschott, das ist ziemlich fantastisch. Woher wissen die in dem Spiel überhaupt von wirklichen Fischen, wenn doch im Grunde alles Pokémon sind? Wie auch immer. Man könnte natürlich sagen, das Fleisch, es ist schwer in der Alola-Region zu glauben, aber in der Gegend sind alle immer sehr, sehr stolz auf die Alola-Pokémon, die sie besitzen. Dementsprechend werden natürlich auch in solchen Restaurants, welche ganz klar da sind, um Touristen anzulocken. Deswegen werden hier natürlich auch direkt Pokémon verspeist, welche es nur in der Alola-Region gibt. Ich meine, ansonsten würdest du da nicht hingehen, wenn du keine Alola-Pokémon essen willst, verstehst du? Dementsprechend ist das Pokémon, welches man hier in seiner Alola-Form verspeisen kann, Alola Radikal. Ist fucking widerlich. Das Problem an Radikal ist, obwohl es in der Alola-Form ist, ist es nämlich noch ein Radikal. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite natürlich muss man dem Alola Radikal lassen. Das ist sehr, sehr viel Fleisch an sich. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, aber das ist eine Framerate, die ich gerne mal auf dem Abschluss bei einladen würde. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Alola Radikal, das hat ziemlich breite Wangen. Und diese breiten Wangen stecken nicht nur voll mit der Pest und anderen widerlichen Keimen und Parasiten und jede Menge anderen Krankheiten, sondern auch voll mit Geschmack. Und dieser Geschmack ist verleiht an dem Typen, der es isst, ein sehr, sehr wohltuendes Ausstrahlungsteil. Die Spucke eines Radikal wird in manchen Regionen der Alola-Region, in manchen Gebieten der Alola-Region, selbstverständlich auch als eine Soße verwendet. Oh mein Gott, Taucher! Es ist von der Konsistenz nicht unbedingt ansprechend, aber der Geschmack, habe ich mir sagen lassen, ist ziemlich gut. Problem ist natürlich nur, wenn manche Leute das Alola-Radikal falsch zubereiten. Was kann da natürlich passieren? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Nein, die Frage, die wir uns nicht stellen. Natürlich ist es ähnlich wie mit dem Kugelfisch aus unserer echten Welt. Wenn es falsch zubereitet wird, es ist, nur in dem Fall ist es nicht, wo du kannst nicht in ein falsches Gebiet schneiden oder so bei dem Alola-Radikal. Bei Alola-Radikal ist es eher so, wenn es mit der falschen Temperatur zubereitet wird. Wenn man die Spucke, das Radikal, zu heiß macht, dann verdampft es einfach. Das ist widerlich. Aber wenn es zu kalt gemacht wird, dann bleiben die ganzen Keime noch vorhanden und der Typ, der die Soße isst, stirbt. Was natürlich ziemlich traurig ist, da Alola Radikal in der Gegend auch gerne als ein Fastfood gilt. Das heißt, Kinder, die wegen Radikalvergiftung Krankenhaus liegen, sind ziemlich häufig in der Alola-Region. Aber es ist halt sehr günstig. Das ist das Traurige an dieser Welt. Und die Fischstückchen, das ist, machen wir uns da nichts vor, das ergibt sich aus dem Kontext. Das ist ein verdammtes Loser-Deal. Folgendermaßen wird jetzt zubereitet. Sie fangen sich einen Loserdin, findet man überall. Absolut kein Problem. Es wird gefangen. Dann trainieren sie es über Level 20. Das bedeutet in dem Fall, sie haben spezielle Pensionen dafür, wo Loserdin hochtrainiert wird. Also das ist quasi eine Pension nur für sehr, sehr, sehr viele Pokémon. Und nur für Wasser-Pokémon. Da sind die Loserdinen drin. Und die werden da auf Level 20 trainiert, damit sie die Schwarmform erreichen. Und wenn sie die Schwarmform haben, dann werden sie natürlich zubereitet.
Weißt du, wie viele Fische das sind, die da aus einem Lusardin rauskommen? Das war auch damals zu den Zeiten, als es in der Alola-Region ist. Es gab hier keinen Pokémon-Krieg, das wissen wir, das haben wir alle geklärt. Aber als es ein paar Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Parteien gab in der Alola-Region und die Leute deswegen nicht so viel zum Essen hatten, weil sie nicht schon wieder Durchfall wegen dem Radikal-Burger haben wollten, dann haben sie sich dazu entschieden, einfach Lusardin zu essen. Das hat sie gut über die Runden gebracht. Es gab absolut keine Probleme. Sowas wie ein Hungersnot oder sowas kennen die Alola-Region nicht, weil sie immer Lusardin hatten. Ein einziges Lusardin. Es wird einfach zu so viel Fleisch und sie sind überall. Es ist lächerlich. Es ist unfair, wie viel besser es den Bewohnern der Alola-Region geht. Ja. Eine verzerrte Drehattacke. Niedriger Initiative-Wert des Anwärters im Vergleich zum Ziel, desto mehr Schaden fügt dazu. Ja, können wir mal verwenden. Und zwar hauptsächlich, weil wir keinen Grund mehr haben, Steinwurf zu behalten. 50, 90, 50, 100. Wow. Ist so unnötig, Steinwurf. Kein Arsch braucht dich mehr. Oh, wir haben Psychokinese als TM. Warum kannst du Psychokinese lernen? Ah, wie auch immer. Leon, das war auf jeden Fall, was wir alles gegessen haben. Freut mich, dass wir darüber geredet haben. Ich weiß. Unglaublich interessant. So, wo ist eigentlich die scheiß Bushaltestelle, nach der wir suchen? Und Route 11. Willst du mich verarschen? Willst du mich auf die Karte schauen? Route 11. Waren wir schon in Route 11? Nein, waren wir nicht. Und auf der Karte konnte ich sehen, wo ich entlang muss. Hier bin ich falsch. Route 11 ist nicht mal richtig. Aber gut, fangen wir noch ein Pokémon. Pokéball. Bin gespannt, ob es was Gutes ist. Wenn ich übrigens was Gutes fangen würde, wäre ich bereit, mein Team auch nochmal abzuändern. Wenn ich was Gutes gefangen hätte. Stattdessen haben wir Manguspektore. Ein Pokémon, das ich doch fangen sollte, denn ich habe das Gefühl, es wird doch öfter im hohen Gras auftauchen. Und wenn ich es jetzt fange, verschwindet es quasi aus dem Pool der wilden Pokémon, die ich in Zukunft eventuell fangen könnte. Und dann könnte man hier irgendwas Brauchbares fangen. Wenn hier was Brauchbares rumläuft, ich denke, irgendwas Brauchbares wird da sein. Also kann doch brauchbar sein als der auf dem Scheiße. Bleib da drin! Dankeschön. Manguspektor. Wie nenne ich den am besten? Wie nennen wir dich am besten? Ich habe keine Ahnung. Siehst aus wie ein Haufen Scheiße. Ist das schon die letzte Form von ihm eigentlich? Ja, ist die letzte. Ich dachte jetzt, es wäre eine 3. Ich dachte, die hätten 3 Formen. Das macht dich noch trauriger, als du ohnehin schon bist. Deine Angriffe? Wow. Oh, so viel Enthusiasmus in diesen Bewegungen. Findet es Spuren potenzieller Beute, legt es sich sofort auf die Lauer. Spätestens bei Sonnenuntergang nickt es aber ein. Wie nennen wir es am besten? Manguspektor. Nenne ich dich. Mango. Man. Mango Man. Mir fällt absolut nichts ein. Mango Man ist ein guter Name. In eine PC-Box, bitte! Die Scheiße will ich nicht mit mir herumschleppen. Es heißt Mango Man. Das ist ein Trauerspiel. Hey, ein Mini-Pilz. Yay! Den kann ich verkaufen. Für ein paar Poké-Dollar. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte er Kampf-Pokémon einsetzen. Und gegen Kampf-Pokémon gibt es nichts Effektiveres als. Es gibt sehr viel Effektiveres als Pepe. Ich wollte nicht Pepe zuerst einsetzen. Dann dachte ich mir, es gibt auch sehr viel Effektiveres als Nofzerato, aber Nofzerato scheint mir angebracht zu sein. Ich wollte jetzt sagen, Pepe habe ich nicht eingesetzt, weil sie Gesteinsangriffe oftmals können. Aber ist mir eingefallen, Nofzerato nimmt davon genauso viel Schaden. Insofern, das wäre eine dumme Argumentation gewesen. Zum Glück habe ich sie nicht gebracht. Ah, shit, er hat noch einen Hariyama. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, Nofzerato war die perfekte Wahl dafür. Hariyama sollte nicht viel gegen es machen können. Wir machen einfach einen Flügelschlag. Wir machen einen Flügelschlag und sehen, was passiert. Alter! Alter! Das war solider Damage, verdammte Scheiße! Nofzerato! Alter! Das war ziemlich gut. Ich bin stolz auf dich. Mein Wille ist gebrochen.
Meiner auch. Oh nein, das war mein Steißbein. Hahaha. Seid ihr mal richtig hart aufs Steißbein gefallen? Es gibt, glaube ich, kein schlimmeres Gefühl. Vielleicht die Geburt oder so. Das kann ich auch schlecht beurteilen. Aber aufs Steinbein fallen tut sehr weh. Macht das nicht nach zu Hause, liebe Kinder. Riesenpilz! Und hier wachsen viele Pilze in der Region. Wer bist du? Lass mich nicht durch, weil da eine Barriere ist. Hallo, da junger Trainer, auf wen sie mal schafft, dann lass mal sehen, wie viel Zeitkristall du bisher gesammelt hast. Das sind wohl zu wenig. Da werde ich wohl jemanden nicht ganz durchlassen, habe ich recht. Das ist irgendwie so faul, dass sie einfach nur so eine Holzbarriere da aufgestellt haben. Dann sagen sie, oh shit, da kannst du nicht durch, da ist eine Holzbarriere. Und irgendjemand steht davor und lässt sie nicht durch. Das ist ja so eine Sache, die man zum Beispiel Dingen wie den Büschen für Zerschneider, den Felsen, die man mit Stärke wegschafft und zertrümmert, oder auch den Mogelbäumen lassen muss. Es sind nicht so faule Abgrenzungen wie einfach, lol, du darfst hier nicht durch. Ich meine, das ist der Grund, warum es das Zerschneiderzeug und sowas gibt im Großen und Ganzen. Einfach um den Spieler daran zu hindern, dass er schon Gebiete aufsuchen kann, die er eigentlich noch nicht aufsuchen sollte. Deswegen gibt es ja eigentlich erst die VMs. Und hier machen sie einfach nur beschissene Holzbarrieren und jemand, der sagt, darf sich durch, das ist halt so faul. Das ist so unglaublich faul. Ich schlafe schon fast ein, wenn ich daran denke. Schnarrig. Eine ermüdende Idee, allein sowas zu machen. So, ich würde sagen, in dieser, ist ja was, wir machen erstmal Taurus Rambok! Yeah! Wir reiten durch die Gegend und dann schauen wir mal, wo die Bushaltestelle ist. Ich vermute, die wäre da unten gewesen, aber ich will trotzdem mal hier hoch. Kap am Strand. Hallo, ist hier der Kap am Strand? Slimer. Gut, das reicht, ab nach Hause. Slime. Wie du das geht nicht, wir sind doch bei der Arbeit. Was denn, wirst du jetzt nicht so kleinlich sein? Er will doch nur sehen, was wir hier machen. Es ist doch nichts dabei. Okay, Pa. Chef, erkläre ich mir alles. Diesem Ort entsorgen wir den gesamten Müll, der in Alola entfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Wir Angestellte bringen den Müll zu Slimer und Slimog, die ihn dann für uns fressen. Das will ich verarschen. Das Slimog unseres Chefs kann sogar bis zu 10 Tonnen in einem Tag verdrücken. Jared, Slimer und ich arbeiten ja erst einmal auf Probe. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Wenn Slimer und du arbeiten auf Probe, willst du damit nicht ja sagen, dein Slimer arbeitet hier auf Probe? Und ich liebe diese Idee, dass so der Müll in der Pokémon-Welt entsorgt wird, dass sie einfach von Slimer aufgefressen werden. Es ist fantastisch. So ein Kind war, habe ich mich auch in Prüfungen versucht. Das war immer zu anstrengend, deshalb habe ich jetzt irgendwann aufgegeben. Jetzt habe ich mir ein Pokémon gefangen, das Müll frisst. Das ist mein neuer Job. Slimer sieht aus, als hätte er ein bisschen zu viel gefuttert. Wäre so gut, ihm einem Kampf bei der Verdauung zu helfen? Klar. Sag mal, was dein 10 Tonnen Müll Slimer drauf hat. Warum ist die Kamera jetzt auf Slimer gegangen? Ja, war seltsam. Nee. Hallo, Hausmeister Geralt. Geralt? Bist du Geralt? Lüg mich nicht an. Regenbogen-Slimog. Das ist super. Ich mag Regenbogen-Slimog. So, auf welchem Level bist du denn? 27. Ich denke, damit sollte ich fertig werden. Flügelschlag! Komprimator. Oh, du Bitchmon. Oh nein, nicht Komprimator. Okay, bringen wir den Kampf schnell zu Ende. Es ist... Oh nein, und es macht weiter Komprimator. Ja, ich habe ein Pokémon, das Fiend drauf hat. Ich will jetzt nicht unbedingt schon wieder zu Versager, die ihn wechseln. Flügelschlag! Boom! Deswegen machen wir das nicht. Komprimator. Du Fuckviech! Auf Komprimator einzusetzen. So, ich will sagen, wir machen noch einen weiteren Flügelschlag und dann... Oh. Warum machen wir diesen Kampf überhaupt? Warum müsste ich mich diesem Kampf stellen? Hier passiert nichts. Stirb, Slimog. Eigentlich sollte ich schon lange bei einer Inselprüfung sein. Und ich habe keinen Tanzpartner für den Abschlussball. Oh Gott. Geralt. Würdest du den kleinen MOP männlich bitte zum Abschlussball begleiten? Was viele nicht wissen, MOP männlich hat eine Schwäche für... Die Töchter des Hausmeisters. Selbstverständlich. Nicht für den Hausmeister selber. Für die Töchter des Hausmeisters. Deswegen würde den Hausmeister gerne näher kennenlernen. Den guten Geralt. Ich würde Lieder über dich schreiben, Geralt, wenn es sein muss.
Verstehst du? Ha, ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Jüngchen. Unglaublich, du hast Slimebox des Chefs einfach... Richtig viel ein. Du bist nächstes Mal dran. Aber Slime und ich, wir schaffen das niemals. Sei es aber, warst du schon als Kind. Sobald es ein bisschen knifflig wird, schmeißt gleich alles hin. So wie bei den Prüfungen. Oh, shit. Und so jemand wie dich nennt sich mein Sohn. Oh, oh, oh. Unangenehm. Unangenehm, warum bin ich hier? Weißt du, eigentlich wollte ich dir meinen Platz überlassen. Aber solange ich mir noch Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Da ist ja Platz überlassen. So alt bist du nicht. Ich glaube noch nicht, dass du im Alter bist, wo du in Rente gehen kannst. Aber gut. Oh, Papa. Okay. Jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben, lass uns kämpfen. Auf zum Kampf. Ja, ich werde endlich erwachsen, du wirst schon sehen, Pa, Chef. Wir kämpfen gegen Slimer. Mann, ich bin mir sicher, mit diesem Ass-Trainer. Ass-Trainer! Wir wollen mal nicht übertreiben. Ich glaube nicht, dass du ein Ass-Trainer bist, mein Guter. Aber eher, du bist ein Typ mit dem Slimer, das bei... Das als Müll-Slimer arbeiten soll. Oh, ein Blutsauger ist neutral. Mach mal einen Blutsauger, mein Freund. Warum ist das neutral? Warum ist das neutral? Alola-Slimer ist vom Typ Gift und... Oh, ich habe keine Ahnung. Ist ja was, das will ich mal... Lass mich das mal nachschauen. Slimer? Gift und Unlicht. Ah, okay. Das erklärt einiges. Warum sind eigentlich alle Alola-Pokémon vom Typ Unlicht? Ich meine, anfangs dachte ich erst, dass alle vom Typ Eis sein werden, aber irgendwie haben alle nur den Typ Unlicht dazu bekommen. Hatten wir davor zu wenig Unlicht-Pokémon? Kann das sein? Oder warum haben wir jetzt so viele neue bekommen? Ich meine, Radikal ist Unlicht. Mauzi ist Unlicht. Knogger ist... Nee, Knogger war, glaube ich... Ah, den Knogger war Feuer und Gift, was ziemlich interessant ist. Slimer ist Unlicht. Versteht ihr? Ich habe jetzt nicht alle Alola-Pokémon im Kopf, aber es sind definitiv zu viele. No! Du fliegst doch mal. So, du. Tut mir leid, ich glaube jetzt in nichts. Ja, der recht. Kann ich jetzt gehen? Bist eingestellt. Papa. Ich, Papa, soll ein Chef, du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Eingestellter, sondern als Chef, verstanden? Ja, macht was immer ihr für richtig haltet. Was? Das ist ein Pussiger, das ist richtig. Das alles, was ich wollte, war, dich und einen Slimer kämpfen zu sehen. Wie eben, ihr habt alles gegeben und deshalb will ich, dass ihr meine Nachfolge bei der Firma antretet. Ja, vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef, ist mir eine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du eben unsere kleine Familienzwist verwickelt wurdest. Kein Problem. Ich verschwende gerne meine Zeit mit so einem Schwachsinn. Wisst ihr, wer auch in Familienzwist vor kurzem verwickelt war? Professor Eich und Alola-Professor Eich. Professor Eich ging es ähnlich wie mir. Er wollte einfach nicht akzeptieren, dass Alola-Professor Eich existiert. Er wollte es einfach nicht akzeptieren, verstehst du? Mit seinem komischen Selbstbräuner zugepackt auf Scheiße. Den meine ich. Er sollte nicht existieren. Als ich das Lebenswissenschaftsabzeichen gesehen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Bei mir jetzt Klick, Klick, Klack gemacht. Das sind Pokémon. Hier, nehmen wir das als Entschädigung. Ich habe zwar verbogen, aber kein Müll. Krummlöffel. Weißt du, wisst, was bei mir krumm ist? Du wirst es bald sehen, Geralt. Du wirst es bald sehen. Wir werden uns auch weiterhin um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa. Gott, ich hätte gern Slime. Kann ich einfach um meinen Müll reinwerfen? Ah, fuck, da müsste ich jetzt Slime irgendwie rausbringen, damit es den verdauten Müll noch loswerden kann. Das ist auch nicht besser. Ich glaube... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wie funktioniert das hier überhaupt, was die da oben machen. Aber es macht eigentlich Sinn. Sie nehmen den ganzen Müll, alles, was an Müll kommt, und sie machen daraus Kacke. Und aus Kacke kann man auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel... Pokeriegel. Okay, die kann man dann in der Safari-Zone füttern. Verratet es niemandem, dass ich euch verrate, aus was die Riegel da bestehen. Oder die Köder aus der Safari-Zone. Verratet es niemandem, das ist ein Geheimnis. Wir sind ganz weiter, jetzt sehen wir beim nächsten Mal mit Pokémon Sonne. Es fängt an zu regnen. Fuck. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.